Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Unreal Gold mit Sam Fischer LP, auch wieder heute mit Facecam. Ich habe erst so ein bisschen überlegt, ob ich es überhaupt anmachen sollte, weil meine Frisur ist heute, also, naja, achtet nicht so drauf. Ja, es ist jetzt wieder ein bisschen länger her, seit ich mich das letzte Mal gespielt habe, weil ich hatte ein bisschen privat zu tun und Pokémon Go. Ganz großes Thema im Moment, also ich weiß nicht, ich bin normalerweise nicht so der Trendgänger und sowas, aber irgendwie war ich dann doch neugierig, was es mit dieser Augmented Reality Geschichte auf sich hat und hab's mir dann installiert. Ja, und das macht irgendwie instant süchtig, das ist echt unglaublich und ich finde überhaupt krass, wie sich das mit dem Pokémon Go so entwickelt hat. Das ist absolut der Hammer. Ja, also wenn ich mir so andere YouTube-Videos anschaue aus Amerika, teilweise hier New York und so weiter, es gibt da eigentlich echt so gut wie gar keinen, der das nicht spielt, ja. Und es ist auch irgendwie total nachvollziehbar, weil das einfach ein absolut geniales Game ist. So, jetzt haben wir hier direkt schon unsere ersten Gegner, die fliegen jetzt auch noch hier durch die Gegend. Die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen in irgendeiner Folge, in einem früheren Level. Aber jetzt scheinen die wohl ein bisschen aktiver auch zu sein. Ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee gewesen, direkt meine Stinger da zu benutzen, aber ist aber egal. Ja, wenn du auch Pokémon Go zockst, schreib doch einfach mal unten in den Kommentar rein, was du so von dem Spiel hältst. Ich meine, gut, zum Let's Playen lohnt sich das ja eigentlich nicht wirklich, weil das Spielprinzip ist ja eigentlich schon extrem simpel. Also durch die Gegend latschen, das wird schon mal ein bisschen schwierig mit Let's Play. Und halt irgendwelche Pokémon einfangen, okay, geht, ne? Aber es macht halt unglaublich Bock einfach, vor allem halt überhaupt diese Motivation dann jetzt auch zu haben, mal rauszugehen, mal zu spazieren. Ich habe hier in dem kleinen Kaff, in dem ich lebe, völlig neue Orte entdeckt. Ja, ich lebe hier jetzt schon seit gut 12, 13 Jahren und habe jetzt erst rausgefunden, dass wir diverse Parks haben hier. Und das ist richtig krass einfach, also auch richtig schön und das wusste ich nicht. Also ich wusste vielleicht schon, dass da irgendwie was war, so Natur und Grünzeug und sowas. Aber ich bin halt nie dahin gegangen. Und jetzt muss man quasi dahin gehen, weil da eben diese entsprechenden Pokestops sind. Oh, Mist. Ja, und dann entdeckt man halt plötzlich Orte, die man vorher noch gar nicht so gesehen hat. Also das finde ich schon mal richtig cool eigentlich an dem Spiel. Welche Waffe hatte ich jetzt gerade? Diese hier. Ja, nö, schreib halt mal rein. Also wenn du es auch zockst, würde mich interessieren. Und auch, wenn du es nicht zockst, mit einer Begründung, warum. Ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, es gibt diverse Gründe, es nicht zu spielen. Allein schon, weil man vielleicht nicht so in den Einheitsbrei reingeraten möchte. Also nicht so, keine Ahnung, nicht unbedingt das tun will, was alle anderen tun. Oder halt auch ein ziemlich offensichtlicher Grund, Privatsphäre. Ich meine, ich kann das mittlerweile, ehrlich gesagt, nicht wirklich mehr so richtig nachvollziehen, warum Leute rumstressen, dass irgendwelche Apps wie jetzt Google Maps und Co. Eure Position tracken und was ihr tut und so weiter, weil wenn es Pokémon Go nicht macht, dann macht es halt irgendeine andere App, ja, und selbst wenn, ich meine, wo ist das Problem dabei, dass irgendeine Firma oder von mir aus auch die NSA halt genau weiß, wo ihr seid und was ihr tut, also ich meine, ist natürlich irgendwie schon ein bisschen komisch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass das jetzt irgendwie, also mich stresst jetzt nicht, ehrlich gesagt, obwohl ich auch schon jetzt nicht so der totale, wie soll man sagen, der total blauäugig bin, aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie keinen Stress mit. Ich meine, man hat halt eigentlich nur Vorteile durch sowas, ne, dass man halt bei Pokémon Go zum Beispiel halt spielen kann und seine echte Welt mit einfügen kann, was halt jetzt nicht unbedingt das absolut neueste System ist, aber durchaus auf die Art und Weise jetzt noch nicht so oft vorgekommen ist und vor allem halt nicht mit so einem geilen Spiel. Also dieses Ingress, was ja von den gleichen Machern ist, das hatte ich mir mal installiert damals. Ich weiß gar nicht mehr, ich bin da irgendwie durch eine E-Mail oder was drauf gekommen. Aber ich habe es halt nie gespielt, weil irgendwie hatte ich nicht so die Motivation. Ich habe auch das Spielprinzip noch nicht so richtig gecheckt. Also dass man da halt echt wirklich mehrere Kilometer dann zurücklegen muss, um überhaupt damit zurechtzukommen, ne? Aber whatever. Pokémon Go auf jeden Fall ändert das Ganze jetzt natürlich extrem, weil man dadurch jetzt halt
ein Spielprinzip hat, was man kennt aus seiner Kindheit, also aus meiner Kindheit, und was halt einfach auch mega lustig ist und Bock macht, ja. Also man läuft halt durch die Gegend und ist dann so neugierig, so, ah, welches Pokémon wird jetzt als nächstes auftauchen? Das Ganze ist natürlich noch extrem buggy. Jetzt fällt mir gerade ein, hier waren auch noch irgendwo so Flugviecher, oder? Ich sehe gerade keins. Es kann halt sein, dass die App zum Beispiel einfach gar nicht startet. Also heute zum Beispiel, Samstag, ich meine, das ist irgendwie fast schon selbsterklärend, es ist absolut unmöglich für mich überhaupt in das Spiel reinzukommen, ja, mich einloggen zu können. Fuck. Hoffentlich kriege ich den bald. Ist halt natürlich ziemlich krass, dass dieses Monster mich jetzt hier auf freier Basis quasi angreift und überhaupt so viel Steine hat. Oh shit, keine Munition mehr. Oh, Alter, was für ein Glück. Mann, der hat jetzt echt genervt. Ich habe jetzt die ganze Zeit rumgelabert, aber muss jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal neu starten. Jetzt hat es geklappt. Ich speichere jetzt hier auch direkt mal, damit das jetzt nicht nochmal passiert. Safe. Nehmen wir das. Ist auch egal. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn man wieder da hoch könnte, aber ich wette, das geht nicht. Deswegen probiere ich es auch gar nicht erst aus. Aber hier sind noch so ein paar Blümchen. Die können wir auch erstmal nehmen. Oh, da hinten sind schon wieder so nervige Viecher. Was kann man denn da für eine Waffe mal nehmen? Nehmen halt mal die. Ja, Pokémon Go. Wie gesagt, schreib halt einfach mal rein, aus welchem Grund du es jetzt zum Beispiel kacke findest oder aus welchem Grund du es gerne spielst, ja. Und vor allem, wie es bei dir so in der Gegend ist. Also ich wohne hier in einem relativ kleinen Kaff und da ist es halt schwierig, an so Pokéspots zu kommen, ja. Pokéstops. Ich habe quasi direkt zu Fuß erreichbar eigentlich nur drei in diesem besagten Park, den ich da halt jetzt entdeckt habe. Und ich habe da zum Glück auch eine Arena drin, die kann ich sogar von hier zu Hause aus sehen. Da sehe ich dann auch immer, welches Team gerade am Start ist. Aber sonst ist halt echt wenig los bei mir. Ja, also kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendeiner Großstadt, ja, wie München oder Berlin oder so, wo halt quasi an jeder Ecke irgendwie so ein Pokéstop ist. Ist halt natürlich für mich als Spieler auch so ein bisschen so ein Nachteil im Vergleich zu anderen, ne? Weil ich kann halt wirklich nur an diese drei Pokéstops da hingehen und das war's dann. Oder halt, ich muss kilometerweit latschen oder halt Fahrrad fahren oder ähnliches. Naja, whatever. So ist das halt. Gut. Ah, fuck. Ich würde sagen, ich schließe das Gesprächsthema jetzt einfach mal ab, damit ich mich jetzt hier ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren kann, sonst kommen wir heute gar nicht mehr voran hier. Haben wir ja schon gute 10 Minuten gespielt oder so. Ey, komm, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Mir ist auf jeden Fall schon mal aufgefallen, das ist jetzt schon mal das nächste Raumschiff, das wir betreten. Vielleicht ist das auch das, an das ich mich von früher erinnern kann. Ich bin überhaupt beeindruckt, wie weit ich jetzt schon gespielt habe und an wie viel ich mich quasi noch. Alter, das gibt's doch nicht. An wie viel ich mich noch erinnern kann. Ey, was ist das denn? Wie soll das denn funktionieren? Das ist total verbuggt, oder? Bilde ich mir das jetzt nur ein. So, jetzt fährt das Ding hier runter. Und die Tür ist jetzt offen. So, jetzt fahren wir hoch. Jetzt geht das Tor zu. Und das Ding hier fährt jetzt nicht hoch, oder was? Doch, jetzt fährt's hoch. Na, ja, das schaffe ich nicht, oder? Ja, doch, habe ich geschafft. Komisch. Das ist offensichtlich ein Schalter, der uns. Oh. Was zum? Okay. Ach du Kacke. Das ist ein Mech. Ich hoffe mal, der erweckt jetzt nicht zum Leben oder so. Das ist ja interessant. Wir haben jetzt auch mal eine In-Game-Voice oder zumindest eine Art von In-Game-Voice. Was macht das Ding hier? Das fährt jetzt dahin. Alter. Ich glaube, das wird jetzt hier ein bisschen komplizierter. Ich versuche jetzt mal hier hochzufahren. Ja, jetzt kommt das Teil nicht mehr hier hin, oder was? Alter, ernsthaft. Muss ich jetzt vielleicht hier drauf drücken? Nee. Muss ich vielleicht mit dem Ding hier drauf? Nee, das funktioniert gar nicht. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Weil ich aus Angst runtergesprungen bin und jetzt funktioniert das nicht mehr. Doch, da hinten ist auch noch ein Knopf. Now we're talking. Kommt das Teil jetzt zu mir? Nee. Oh, come on. Was will das Ding jetzt hier von mir?
Da hinten ist ein Terminal, da kann man ja vielleicht mal gucken, ob sich da irgendwas tut. Oder kann man hier vielleicht irgendwas... Ah, okay, jetzt kommt es da hier hin. Oh oh, hoffentlich habe ich ein gutes Timing. Okay, so, jetzt muss das Ding nur noch zurückfahren. Ich hoffe, das macht's von alleine. Ah, was ein Glück. Alter, fängt ja schon geil an hier. So. Ja, ab geht's. Oh, nice. Okay, das war jetzt ein Speicherpunkt. Ich würde aber sagen, das... Wir zocken noch ein gutes Stück weiter, ne? Wir sind jetzt noch nicht wirklich weit gekommen. Weil ich jetzt so abgelenkt war von dieser Pokémon-Geschichte. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr so viel über irgendwelche solche Themen reden, aber irgendwie, das ist jetzt so krass gewesen, ja. Wie gesagt, wie viel das jetzt auf einmal spielen, auch hier in meinem kleinen Kaff halt, ne, in diesem Park, wie viele Leuten ich da begegnet bin. Und die haben halt alle gezockt und das ist so witzig, weil man unterhält sich dann halt auch, ne. Normalerweise ist man ja eigentlich eher so der Isolierte, also ich zumindest. Also ich spreche jetzt nicht direkt so instant mit irgendwelchen fremden Leuten, aber... Bei denen war das halt anders, weil ich halt weiß, wir haben was gemeinsam quasi, wir zocken alles Spiel und ich habe halt auch ein paar interessante Tipps dann auch gekriegt. Und es ist halt echt schon ein ganz anderes Erlebnis irgendwie, als wenn man jetzt halt hier vom Rechner hockt und zum Beispiel Unreal zockt. Aber wir zocken jetzt Unreal. Oh, ist was aufgegangen. Wir zocken jetzt Unreal und oh oh. Oh shit. Bin ich jetzt eingesperrt? Ne, das geht wieder auf. Wieso geht das denn nicht auf? Das verstehe ich nicht. Muss man da noch irgendwie einen Knopf drücken oder sowas? Ah! Das hätte ich ja jetzt fast übersehen. Was ist das? Ah, okay, damit kann man den Aufzug steuern. Da geht's lang, da geht's lang. Ach so, dann war das gerade halt einfach nur so ein Loot-Platz. Und hier geht's eigentlich weiter. Oh. Jetzt habe ich einen Alarm ausgelöst. Ein Scheiß aber auch hier. Mich wundert im Übrigen, dass von der Decke eigentlich schon länger nichts mehr gekommen ist, ne? So ganz am Anfang hatten wir ja diese komischen Pflanzenteile, die von oben aus runtergeschossen haben. Die sind jetzt irgendwie gar nicht mehr da. Ist natürlich gut, weil da habe ich jetzt auch gar nicht so richtig Bock drauf. Aber das ist mal so aufgefallen gerade. Weil ich habe jetzt gerade so an die Decke mal geschaut, ne? Weil hier sind ja... Wo war das? Hier diese... Oh. Aber die schießen scheinbar nicht. Ich sollte vielleicht auch mal dran denken, gleich wieder mal zu speichern, sobald ich ihn hier gekillt habe. So, jetzt gehen wir hier mal, zack, ein bisschen Munition klar machen, beziehungsweise HP. Und dann speichere ich wieder. Also ich muss mir das echt merken, das ist so ungewohnt. Alter, was ist denn hier los? Die. So, ja, Pokémon Go, genau. Nee, also ich glaube, da brauche ich jetzt nicht mehr weiter drüber reden. Das ist... Ah! Thema, das wäre jetzt, denke ich mal, abgeschlossen. Hier oben geht es gar nicht weiter, oder? Oder konnte man da rechts irgendwie noch wo lang? Jetzt bin ich irgendwie im Kreis gelaufen. Wo kommen die her? Jetzt habe ich bald keine Moon mehr. Scheiße. Gut. Auf die Waffe hätte ich jetzt sowieso geschaltet. Hätte ich direkt mal automatisch gemacht. Finde ich in Ordnung. Oh, das geht ja viel schneller. So, was ist hier los? Vielleicht mal lesen. Intruder Security Locks activated. Bypass required. Bypass Panel located in Ventilation Processing Mezzanine. Okay, das letzte Wort habe ich jetzt nicht verstanden, aber sonst. Also wir müssen ein Sicherheitsgedöns da irgendwie umgehen und das machen wir hier unten, weil das sieht mir ja stark nach so einem Lüfterkanal-Zeugs aus. So. Okay. Irgendwelche Geräusche im Hintergrund bitte ignorieren. So, zack, zack. Ich glaube, es ist sinnvoller, hier lang zu gehen. Okay, das ist jetzt mega kompliziert, aber ich habe jetzt noch keinen Bock runterzufallen. Also versuche ich mal möglichst noch mich hier oben zu halten. Was ist hier los? Ventilation Processing, bla bla, genau. Maintenance, Personal Only. Okay. Da unten scheint irgendwas undicht zu sein. Das ist wahrscheinlich die Flüssigkeit. Und wie komme ich jetzt da runter? Ich weiß nicht, soll ich hier runter oder soll ich da runter? Ich gehe hier runter. Na gut. Ach fuck, jetzt bin ich hier schon wieder, oder? Okay, das war nix. Das war nix, also nochmal von vorne. Ich
hoffe, mir gehen jetzt keine Viecher auf den Keks schon wieder hier. Ich hoffe, ich habe das mal alle erledigt. So. Jetzt geht's hier hoch. Ich habe gar keine Orientierung. So, hier kann man einmal runter. Aber wahrscheinlich komme ich dann auch wieder da an, wo ich gerade war. Also gehen wir mal da hier runter. Ich versuche mal auf das Ding da drauf zu springen. Ah, oh, geschafft. Was steht hier? Bla bla bla, wie bin ich? Ich glaube, das ist eher uninteressant. Okay, hier geht schon mal wieder ein Tor auf. Ach so, das ist jetzt die andere Seite. Oh, das wollte ich nicht. Ups. Ist das giftig? Ach so, ich habe doch jetzt einen Schutzanzug an. Ist halt nur die Frage, wohin? Ich speichere mal hier wieder. Keine Lust jetzt hier irgendwie ein Risiko einzugehen. Oh ja. Das ist auf jeden Fall nichts Gesundes. Aber hier nochmal Schutzanzug. Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss das hier erst irgendwie aufkriegen. Keine Ahnung. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ist da oben? Habe ich auch nicht verstanden. Ich kann halt höchstens hier wieder zurück. Und dann wieder da hoch. Nee, da hoch geht nicht. Doch, hier. Düdüdü. Ja, das war also auch schon mal nicht richtig. Jetzt muss ich mal gucken. Hier oben genau. Also wenn ich da runtergesprungen wäre, wäre ich hier wieder gelandet. Ja, so viele Möglichkeiten hat man gar nicht mehr. Was ist das da für ein Knopf? Okay, also ich muss mich erst irgendwie autorisieren. War das gerade auch schon offen? Nee, das war noch nicht offen. Ah, das habe ich jetzt aufgemacht. Awesome. Geht doch. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber die Tür ist offen. Schon okay. So, okay. Das ist eine Lagerhalle, nehme ich mal an. Da liegt ein Toter. Ist nicht gut. Ah, der ist gar nicht tot. Alter, was? Oh, die Waffe ist zum Glück noch overloaded. Das ist mir jetzt auch gerade wieder eingefallen, wo ich es in der Hand hatte. Ist das jetzt schon wieder hier? Warehouse, Safety Bars, Override in Upper Warehouse Loft. Also wahrscheinlich muss ich die jetzt aufmachen, indem ich irgendwo nach oben fahre. Hier zum Beispiel. Boah, das ist ja schon so ein bisschen labyrinthartig hier wieder. Ah, hier ist eine Glasscheibe. Oh. Shit. Okay. Lol. Oh, was ist das? Hä? Oh, ich hatte da wohl drauf gedrückt. Ja, nice. Da ist dann quasi schon der nächste Weg für uns geebnet. Dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Oder da hochkommen. So. Ah ja. Now all this makes sense. Da ist schon mal eine Rüstung. Das ist sehr gut. Hier sind HPs. Da ist wieder ein Knöpfchen. Hier ist ein Durchgang, da kommt man aber nicht rein. Oh. Oh, ich will eine anständige Waffe haben. Was ist mit meiner Stinger? Ist das die Stinger? Nee. Stinger, Stinger, Stinger hat keine Muni. Scheiße. Nehmen wir das Ding nochmal. Alter, wie langsam lädt das Ding denn nach? Joa, ist klar, ey. Und dann mich auch noch hier einkesseln. Ja, was hat der jetzt davon? Alter. Langsam, also man merkt schon, das Spiel wird jetzt echt deutlich schwerer. Gerade eben ging es noch quasi in den letzten Teilen, aber jetzt, ey, lecker Knie. Nicht schlecht, aber die ziehen mir irgendwie zum Glück nicht so viel ab. Was ist das jetzt hier? Genau. So, jetzt habe ich Zugang zu diesen Türen da unten, schätze ich mal. Ja, alles klar, dann gehen wir jetzt hier durch. Und was ist das jetzt? Wieder irgendwas. Eine Tür. Okay. Boah, das war jetzt ganz schön kompliziert.
Ich würde mal sagen, das würde für die heutige Folge mal reichen oder für die jetzige Folge, die ich heute hochlade und übermorgen wieder. Ihr habt bestimmt das System schon bemerkt. Jeden zweiten Tag gibt's Unreal und jeden darauffolgenden zweiten Tag gibt's YouTubers Live. Das kann ich sagen, bis übermorgen quasi. Oder bis morgen, wenn du auf YouTubers Live Bock hast. Ich würde sagen dann bis zum nächsten Mal. Ciao.